Zuallererst einmal weiß Elina Liese so genau, was mit Zenef nicht stimmt, und wusste auch, dass sie definitiv noch lebt, obwohl sie halt im Kristall eingeschlossen worden ist, weil Elina Liese quasi das gleiche passiert ist. Elina Liese Dragonroad wurde aus der gleichen Situation gerettet und musste auch wieder bei Null anfangen, also ohne Erinnerungen an ihr altes Leben. Und der Mann, der sie gerettet hat und wieder aufgepäppelt hat, war niemand anderes als Armored Dragon King Perugius Dola. Deswegen heißt Elina Liese auch jetzt Dragonroad mit Nachnamen. Und auch sie wachte verändert auf. Nicht nur, dass es einige Zeit gedauert hat, bis sie wieder klar denken konnte und Dinge wieder klar wahrnimmt, sondern sie war von nun an verflucht. Nach ihrem ersten Mal nach dem Aufwachen manifestierte sich dieser Fluch auch. Und der Grund für all das ist eine Mana-Anomalie. Und auch hier muss ich noch weiter ausholen. Denn ganz am Ende von Mushoku Tensei, wenn es darum geht, die Rüstung von Laplace zu bergen, erfahren wir, dass Mana sich in geringen Dosen, also wenn jemand stirbt und die Seele einfach freigesetzt wird, auflöst und verteilt. Die Welt ist quasi auch getränkt von Mana und Mana durchdringt praktisch alles. Doch manchmal sammelt sich auch Mana an manchen Orten an und kann dazu genutzt werden, beispielsweise die Denkmäler der sieben großen Mächte oder den Schutzzauber, der die Teleportationsruinen schützt, zu befeuern, auch über viele Jahrhunderte hinweg. Und aus dem Grund hatte Kishirika Kishirisu auch so große Schwierigkeiten, Zenef auf Roxys Bitte herauszufinden. Denn das Teleportationslabyrinth im Allgemeinen und Zenefs Kristall im Speziellen sind von Mana durchtränkt worden. Und wenn sich so viel Mana geballt ansammelt, verklumpt es sich, anstelle sich zu verteilen, und zieht anderes Mana in der Nähe an. Über die Zeit entsteht so eine Mana-Senke, in der beispielsweise Monster mehr und mehr mutieren, also unter anderem deswegen. Und Zenef lag im Zentrum dieses Mana-Haufens, und ihr Körper wurde von ungeheuren Massen an Mana geflutet. Und diese ungeheuren Mana-Mengen haben sich in Zenefs und Elina Lises Fall extrem unterschiedlich manifestiert. Das nur vorweg. Und damit weiter im Text. Elina Lise wusste, was mit Zenef passiert ist, weil sie selbst in einem Kristall gesteckt hatte und deswegen von Perugius Dola, also dem Helden, der Laplace mitbesiegt hat, gerettet worden ist. Und damit kommen wir auch nochmal dazu, wie der Fluch von Elina Lise eigentlich funktioniert. Denn im Anime und in den Büchern wurde auch gesagt, dass sie den Bananenmilchshake braucht, um zu überleben. Denn das viele Mana, das sich während ihrer Zeit im Kristall, in dem sie wer weiß wie lange eingeschlossen war, angesammelt hat, brachte ihren Körper und das normale Mana durcheinander. Und da große Ansammlungen von Mana weiteres Mana anziehen, wird dieses Ungleichgewicht auch immer schlimmer. Und es braucht ein Lösungsmittel, indem sich das zusätzliche Mana, das ihren Körper dauerhaft infiltriert, kristallisieren zu lassen. Und das ist nun einmal der Bananenmilchshake, der das kristallisierte Mana zu Juwelen macht. Und deswegen gilt Elina Liese als verflucht. Aber sie kann diese Kristalle auch verkaufen, denn die haben einen hohen Wert. Und deswegen konnte Elina Liese auch Heckler und Co. Geld für ihren Bananenmilchshake geben, ohne dass sie sich verlieben dürfen, oder ihre Studiengebühren an der Akademie von Ranoa problemlos bezahlen. Nur mal zur Erinnerung, Rudi musste, um die Studiengebühren von Sylvie zu erwirtschaften, jahrelang Eris ertragen und sie unterrichten. Jahrelang. Und das als hochbezahlter Privatlehrer am Hofe eines mächtigen Adeligen. Und Elina Liese zahlte die Gebühren quasi nicht unbedingt aus ihrer Westentasche, wenn ihr versteht, was ich meine, aber für sie war das nicht unglaublich viel Geld. Also sie musste nicht jahrelang dafür arbeiten gehen. Und diese Tatsache, dieser finanzielle Vorteil, dass der eigene Unterleib quasi zum Juwelenspender umfunktioniert worden ist und dass Elina Lies anstelle von Badewasser die kristallisierten Bananenmilchshakes verkaufen kann, könnte auch als eine Art Segen betrachtet werden. Und hier kommt der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Denn der Unterschied zwischen verfluchten Kindern, wie etwa Elina Liese, und gesegneten Kindern, wie Zanoba, ist lediglich die Interpretation der Gesellschaft. Beide sind fundamental identisch. Ihr Körper ist voll mit enormen Mengen an Mana.
Und dieses Mana sorgt für andere auftretende Effekte, seien es verbesserte Stärke und Widerstandskraft wie bei Zanoba, die Kristallproduktion im Unterleib von Elina Lise, wenn sie im Kontakt mit dem Bananenmilchschick ist, oder die Telepathie und der schlafwandlerische Zustand, den diese Mana-Mengen bei Rudis Mutter ausgelöst haben. Also genau wie Orsted verflucht ist und von allen Leuten dieser Welt gehasst und gefürchtet wird, so ist Elina Lise nun zu ihrem, ich nenn's mal, mittelalterlichen OnlyFans Sneed, Seed and Feed verdammt.